schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu einem kleinen Neuzugänge-Video. Ich hatte Geburtstag und habe Bücher geschenkt bekommen und es ist ein wunderschönes Paket aus dem Fischer Verlag bei mir angekommen. Was das alles ist, erfährst du in diesem Video und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich dir die Bücher zeige, möchte ich noch kurz was dazu sagen, dass am Sonntag nicht wie sonst immer von mir ein Video kam. Mir haben einige geschrieben, ob bei mir alles okay ist, weil sie sich Sorgen gemacht haben, weil kein Video kam und ich nicht Bescheid gesagt habe. Es tut mir natürlich leid, wenn sich jemand Sorgen gemacht hat. Ich hatte einfach sehr viel zu tun. Ich hatte Geburtstag gefeiert und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und weißt du, ich habe mir geschworen, dass ich, wenn ich irgendwie huschi-huschi ein Video machen müsste, nur um ein Video hochzuladen, das nicht machen möchte. Und deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ich habe für nächsten Sonntag ein Live-Update-Video geplant und werde das im Anschluss an dieses Video drehen. Dann erzähle ich dir mal, was bei mir so im letzten halben Jahr los war. Und dann wirst du vielleicht auch verstehen, warum es für mich manchmal ja schwierig ist, zwei Videos die Woche hochzuladen. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Ich will einfach nur sagen, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Und ja, ich habe, bevor ich mich für dieses Video hingesetzt habe, mal geschaut, wann mein letztes Neuzugänge-Video kam, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es in den letzten Wochen oder sagen wir in den letzten zwei, drei Monaten vor allem irgendwie hier schon wieder ein bisschen Überhand genommen hat und mir dachte, wow, du hast letztes Jahr deinen Sub so konsequent abgebaut und jetzt kommt gefühlt dauernd was dazu. Und habe geguckt und es war tatsächlich vor einem Monat. Und ich bin fleißig dabei, die Bücher natürlich auch zu lesen, aber habe jetzt gemerkt, okay, jetzt ist auch erstmal wieder Schluss, weil ich mich auf die Bücher dann auch konzentrieren möchte, die ich hier habe. Und ich glaube, als erstes zeige ich dir, weil ich selber voll gespannt bin, weil ich nämlich noch nicht reingeguckt habe, weil ich es mit dir zusammen machen wollte, das Fischer-Paket an. Es ist ein Paket, auf das ich mich richtig, richtig doll freue. Vielleicht erkennt schon jemand an dem Titel, von wem es sein könnte. Es ist nämlich der zweite Teil der Vergissmeinnicht-Reihe von Kerstin Gier. Und dieses wunderschöne Paket ist hier bei mir angekommen. Und ich gucke jetzt mit dir zusammen rein. Ich habe wirklich nur die Klebestreifen an der Seite aufgeschnitten. Und möchte jetzt mit dir zusammen reingucken. Als erstes ist hier so ein richtig schöner Brief für mich. Da steht drauf, hast du den Saum, die Feen, die Wahlzeppeline, den Wasserspeier Bugs? Wow. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Es ist auch furchtbar heiß hier. Auch wenn es da draußen gar nicht so schön aussieht. Aber ich schwitze, kann ich dir mal sagen. Und natürlich Mathilda und Quinn auch so sehr vermisst wie wir. Na dann hat das Warten nun endlich ein Ende. Am 28. Juni erscheint der zweite Band von Vergissmeinnicht, was bisher verloren war, von Kerstin Gier. So, ich habe jetzt hier ein Paket zusammengestellt bekommen und habe eine limitierte Schmuckausgabe mit Farbschnitt und ein paar Goodies, die ich dir zeigen werde. Und ja, die Rezension zu dem Buch kriegst du erst, wenn ich es gelesen habe, aber ich darf dir schon mal zeigen, was im Paket drin ist. Und das sieht jetzt so aus. Ist schön zugedeckt hier. Ich hole das jetzt mal alles hier raus. Ich bin richtig gespannt und zeige dir das mal. Also als erstes sehe ich hier einen Briefumschlag und reiß das mal hier auf, damit ich dir zeigen kann, was drin ist. Hier ist so ein Transparentpapier oder wie das heißt drin, was ich zukleben kann. Hier ist ein Klebchen dazu, sodass ich dann eine kleine Leuchte habe. Hier ist eine Erklärung dazu. Dann kann ich da eine kleine Kerze reinmachen und dann habe ich ein wunderschönes Licht. Das werde ich nachher direkt mal ausprobieren. Weißt du, ich liebe ja so eine kleine Goodies. Ich finde es so schön irgendwie, wenn man sich überlegt, dass sich da ein Team zusammengesetzt hat, überlegt hat, was für Goodies kann es passend zum Buch geben und es dann auch noch so liebevoll einpackt. Ich zeige dir jetzt mal, wie das aussieht hier ohne diese Folie drauf da. Als erstes hole ich dir jetzt aber, beziehungsweise als zweites mal das Buch raus. Das sieht so schön schon wieder aus. Guck dir das an. Da es der zweite Teil einer Reihe ist, will ich dazu gar nicht so viel sagen. Es geht um Mathilda und um Quinn. Die beiden sind Nachbarn und Mathilda ist eher so das verrückte Mädchen von nebenan und Quinn ist mega beliebt. Und als Quinn aber dann eines Nachts von Wesen verfolgt wird, die mit ihm sprechen, denkt er sich so, was, ich habe mir das doch nicht ausgedacht, aber ich traue mich nicht, das irgendwem anzuvertrauen. Und er erzählt es dann aber Mathilda und Mathilda hat das Gleiche gesehen, beziehungsweise glaubt ihm und die beiden werden in ein magisches Abenteuer gezogen. Und dann lernt man natürlich auch Quinn ein bisschen besser kennen und auch Mathilda, die Familien von denen. Es ist sehr lustig, aber eben auch sehr ernst an manchen Stellen und ich habe mich schon so doll auf den zweiten Teil gefreut. Es ist hier mit diesem schönen roten Farbschnitt. Und ja, ich bin gespannt. Mehr sage ich zu dem Buch nicht, aber ich werde dann natürlich mehr dazu sagen, wenn ich es gelesen habe. Dann sind hier noch so süße Postkarten drin. Also jetzt oder nie, das finde ich super. Und wir sehen uns auf der anderen Seite. Finde ich süß.
Dann ist hier auch ein richtig süßes Lesezeichen drin. Es gibt Sachen, die man nur versteht, wenn man Fantasy-Bücher liest. Das stimmt. Oh, finde ich richtig schön. Dann ist hier ein Journal drin. Das finde ich auch richtig cool. Voll schön. Kann ich mir aufschreiben, wie ich das Buch fand. Oder ich nutze es für was anderes. Mal schauen. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Wow. Das ist ja richtig cool. Ich habe einfach das Hörbuch noch dazu bekommen. Das finde ich auch richtig nett. Und es ist anscheinend gesprochen von Jasna Fritzi Bauer unter anderem. Das ist sehr cool. Die mag ich richtig gerne. Vielleicht kennst du die. Warte mal. Ja. Finde ich cool. Wahnsinn. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Finde ich ja krass. Gucken wir mal. Hier ist noch ein Stift drin. Was sieht der aus? Ich finde das so cool. Es muss auch für Kerstin Gier einfach so cool sein, dass ihre Bücher dann so liebevoll irgendwie noch mit Goodies bestückt werden und bedruckt. Und auch einfach richtig schön, finde ich das. Hier ist so richtig, richtig cooles Füllmaterial drin. Voll praktisch. Wenn ich mal irgendwas verschicke, dann habe ich gleich bestes Material. Hier ist übrigens eine Kerze, passend zu dem Teil, was man sich selber basteln kann. Und diese wunderschöne Tasse. Finde ich richtig, richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Ich liebe ja solche Sterne. Komisch, ne? Warum wohl? Und ja, ich schau mal, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Aber ich glaube, das war das Paket. Moment. Ich habe nichts übersehen. Ich habe dir alles gezeigt. Ich freue mich richtig doll aufs Buch. Du kannst mir ja gerne mal in den Kommentaren sagen, ob du dich auch schon so doll darauf freust. Und jetzt zeige ich dir mal die Bücher, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, von denen ich quasi nichts wusste. Und die Bücher, die ich mir von einem Thalia-Gutschein gekauft habe. Diesen Gutschein habe ich gewonnen. Ich habe einfach was gewonnen. Richtig cool. Und habe mir Bücher gekauft. Und ich fange mal an mit den Büchern, die ich mir selbst gekauft habe vom Gutschein. Und zwar sind das diese hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Wow. Eins davon habe ich auch schon gelesen. Und eins werde ich mir gleich im Anschluss ans Video drehen auf jeden Fall durchlesen. Und zwar habe ich mir, ich war Anfang Juni in Hamburg und habe mich da mit Phil von Phil so Sophie getroffen und mit Thomas von der Buchhändler, vielleicht kennst du ihn von Instagram, und mit Tobi, aber der hat jetzt kein Instagram, Bookstagram oder sonst was. Wow, Instagram, Bookstagram, Booktube, naja, das macht er alles nicht. Aber er war mit dabei, es war sehr schön. Und ich habe mir dann, als wir bei Thalia waren, von Günther habe ich dieses Buch gekauft. Ich habe das auch schon in einem anderen Video gezeigt. Das ist ein Charakter, der in den Büchern von Renate Bergmann eine Rolle spielt. Ich habe das Buch auch schon gelesen, ich habe es auch schon hier zerknickt irgendwie. Und es ist richtig witzig gewesen, weil Günther Habicht wird Opa und er, ja, bereitet sich auf diese Rolle vor. Es geht viel um die Schwangerschaft von seiner Tochter. Es geht darum, wie man sich ja eben doch irgendwie auch verändert, wenn man Großeltern wird und so. Sehr witzig gewesen. Habe ich nicht bereut, mir gekauft zu haben. Das habe ich mir quasi neu zugelegt. Und dann habe ich, weil ich dachte, okay, jetzt muss aber auch Renate natürlich mal wieder sein, mir Wer erbt, muss auch gießen von Renate Bergmann gekauft. Hier ist es so, dass Renate Bergmann zu Geld kommt und sich Fragen stellt wie, okay, wie halte ich das vor meiner Tochter geheim und was mache ich jetzt mit diesem ganzen Geld? Sie braucht erstmal ein Korn. Und es geht vor allem auch darum, dass sie viel darüber nachdenkt, was eigentlich nach ihrem Tod passiert, wer sich um ihr Grab kümmern wird. Denn Renate Bergmann ist ja eine Online-Omi, die sich um ihre 4 verstorbenen Ehemänner auf den Friedhöfen kümmert. Und sie sagt, wer erbt, muss auch gießen, ist ja ganz klar. Gerade jetzt, wo sie eben zu Geld gekommen ist. Stelle ich mir wieder richtig witzig vor. Ich habe leider gerade gesehen, dass ich hier auch so eine Ecke reingehauen habe. Keine Ahnung, es ist mir einmal runtergefallen. Ja, bin ich mal gespannt, wen sie dann mit ihrem Geld beschenken will. Dann hatte ich ja eben schon gesagt, dass ich mit Thomas von der Buchhändler in Hamburg unterwegs war für einen Tag. Und Thomas hat ein Buch geschrieben. Und zwar dieses hier, Bücher lesen lernen, Life is a Story, so sieht das aus. Und da habe ich gedacht, naja, Thomas, klar, werde ich mir wohl dein Buch kaufen. Ist ja wohl ganz klar. Und ja, hier erklärt er quasi einfach, wie man zum Lesen kommt. Wozu dieses Buch, die Auswahl, das richtige Genre, Kurzgeschichten, hab dein Buch immer dabei, eine Routine aufbauen. Also einfach so Tipps, wie man es schafft, Lesen in den Alltag zu integrieren. Alles Mögliche. Ich schaue es mir gleich an. Es ist, wie du siehst, ein recht dünnes Buch. Deswegen, ich nehme es gleich mit auf den Balkon, leg mich dahin und werde dieses Buch genießen und dir dann im Lesemonatsvideo Juni davon erzählen. Schauen wir mal. Ich habe ja schon in einigen Videos gesagt, dass ich Monika Feeth auf der Buchmesse getroffen habe, sogar zweimal. Das ist ja eine meiner liebsten Autorinnen, beziehungsweise vor allem eine, die mir so diesen
Weg zum Lesen geebnet hat. Deswegen bin ich ihr für immer dankbar. Vor allem das Thriller-Genre hat sie mir schmackhaft gemacht als Jugendliche, als sehr junge Jugendliche, um ehrlich zu sein, weil sie ja Jugendthriller schreibt. Und sie hat dann erzählt, dass sie ein neues Buch hat. Hatte ich nicht auf dem Schirm und ich habe mir natürlich ihr neues Buch gekauft, nämlich Und du wirst lächelnd sterben. Und hier geht es um Ivy oder Ivy, aber ich gehe mal davon aus, dass man sie eher Ivy ausspricht. Und Ivy ist auf der Flucht. Sie weiß allerdings nicht, wovor. Sie weiß nur noch ihren Vornamen. Ansonsten hat sie alles verdrängt, was passiert ist. Sie weiß nur, dass sie eine ganz dolle Angst in sich drin hat. Sie taucht auch unter. Sie hat kein Geld, kein Handy, keine Papiere. Sie hat fremdes Blut an den Kleidern und weiß nicht, was passiert ist. Und vor allem weiß sie nicht, warum sie sich so sehr dagegen wehrt, zur Polizei zu gehen oder sich anderweitig Hilfe zu holen. Ich finde, das klingt schon wieder so unfassbar gut. Ich konnte nicht widerstehen und ich wollte auch gar nicht widerstehen, denn Monika Feeth hat immer ein Plätzchen hier in meinem Bücherregal verdient und ich freue mich auf ihre Geschichte. Als wir bei Thalia in Hamburg unterwegs waren, habe ich ein Buch gesehen und zwar dieses hier, KDW Haus der Träume von Marie Lacrosse, und ich konnte nicht dran vorbeilaufen. Ich habe es mir tatsächlich später dann erst bestellt, weil ich hatte nicht so viel Beutel und so mit, um jetzt so viele Bücher den ganzen Tag rumzuschleppen, aber das ist ein Buch, was mich angesprochen hat, weil ich ja so Bücher mag, die in einer anderen Zeit spielen. Und diese Geschichte spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin. Ich komme aus Berlin, ich lebe in Berlin, ich laufe sehr oft am Kudamm lang, ich laufe oft am KDW lang. Das ist für mich so meine Heimat, weißt du? Und deswegen liebe ich Geschichten, die in Berlin spielen, vor allem in einer früheren Zeit. Und hier geht es um Judith Bergmann und es geht um Rieke Krause. Judith ist die Tochter des KDW-Justitiars. Und sie soll Harry heiraten oder Harry und der ist der Sohn des Kaufhausgründers. Sie will es aber eigentlich gar nicht, sie kennt ihn ja auch gar nicht richtig. Und Rieke fängt dort als Verkäuferin an zu arbeiten. Und die Pläne von den beiden, die die eigentlich haben, werden ziemlich durchgerüttelt. Zumal das dann auch der Erste Weltkrieg startet und dann auch die Nachkriegszeit kommt. Da bringt das ja sowieso alles durcheinander, da braucht man ja überhaupt gar keine Pläne machen. Und ich bin wirklich extrem gespannt darauf, wie das alles so dargestellt wird, weil es gibt ja natürlich total vieles, was man rein geschichtlich übers KDW rausfinden kann, das ist ja alles dokumentiert, und wie das hier in eine Geschichte verwoben wurde, da bin ich wirklich gespannt drauf. Es könnte auf jeden Fall was sein, was mich extrem begeistert. So, und dann hatte ich noch Geburtstag und habe ein paar Bücher geschenkt bekommen, die will ich dir natürlich auch gerne zeigen. Und zwei davon hängen mit dem Lavendelzimmer von Nina George zusammen. Ich weiß, dass manche dieses Lavendelzimmer jetzt nicht so toll fanden und andere es dafür genauso geliebt haben wie ich. Und meine Mama hat jetzt Buch 1, also Lavendelzimmer, und das Bücherschiff des Monsieur Perdu gelesen. Und wir haben neulich erst darüber gesprochen, weil sie meinte, sie hat sich extra Zeit gelassen, weil das ja doch zum Teil auch ein sehr poetischer Schreibstil ist. Und sie fand es ganz nett so, also sie fand es jetzt nicht total blöd, aber sie fand es jetzt auch nicht so krass wie ich. Finde ich total spannend, wie unterschiedlich die Meinungen zu diesen Büchern sind. Weil ich auch mit schon ganz, ganz vielen Abonnenten darüber geschrieben hatte, dass manche wirklich so begeistert waren wie ich, dass sie richtig davon geschwärmt haben und andere eher so waren, hat mir jetzt nicht so gut gefallen oder ja, war okay, aber mir auch nicht. Voll krass. Finde ich irgendwie voll spannend. Und ich habe dieses wunderschöne Tagebuch geschenkt bekommen. So sieht das aus. Das ist quasi gespickt mit Gedanken und Zitaten aus dem Lavendelzimmer. Also es sieht dann zum Beispiel so aus. Du kannst dann hier Sachen reinschreiben. Dann hast du hier unten zum Beispiel so Zitate. Finde ich richtig cool. Ich liebe ja mein Journal sehr und finde aber, dass so kleine Tagebücher, vielleicht wenn man mal in Urlaub fährt oder so und jetzt nicht alles Große mitschleppen will, kann man das immer mal gebrauchen. Deswegen habe ich mich darüber richtig doll gefreut. Und worüber ich mich noch viel mehr gefreut habe, ist ein Buch, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert. Wenn du das Lavendelzimmer gelesen hast, dann weißt du vielleicht, dass in der Geschichte rund um Jean Perdu ein Buch namens Südlichter eine große Rolle spielt. Dieses Buch dient quasi als Wegweiser für Jean Perdu. Der liebt es. Und hier hinten steht drauf: Nina George schenkt uns das Buch, das in ihrem Weltbestseller Das Lavendelzimmer Monsieur Perdus Anker im Leben ist und ihm auf seiner Reise den Weg weist. Südlichter ist ein poetischer Roman über die Alchemie der Literatur und über die leuchtenden wie bittersüßen Sorten der Liebe. Und diese Geschichte spielt, warte, ich muss nochmal schmummeln, 1968. Und es geht um einen Trödelhändler namens Francis oder Francis, ich spreche es gar nicht erst aus, es geht um einen Trödelhändler. Und der übernimmt eine Überlandsbibliothek. Und mit an seiner Seite ist immer ein 12-jähriges Mädchen, was die Liebe sehen kann. Sie kann sehen, wenn Herzen füreinander bestimmt sind. Die beiden sind also ein recht ungewöhnliches Paar, würde ich mal behaupten. Und ja,
der Trödelhändler, der dann zum Buchhändler wird, muss sich gegen ziemlich viele Provence-Bewohner erstmal behaupten. Die sind dann ein bisschen stur und finden es irgendwie doof, dass er da ist. Und es ist natürlich die Frage, ob er zusammen mit diesem Mädchen das hinbekommt und was vor allem dieses Mädchen, was diese Herzen quasi sehen und schlagen hören kann und die Liebe sehen kann, was die noch für eine Rolle spielt. Ich wusste, wie gesagt, nicht, dass dieses Buch existiert. Ich finde es richtig, richtig cool und freue mich darauf sehr. Ich glaube, das wird auch sowas sein, was ich mal in Ruhe auf meinem Balkon lese, wenn es draußen schön warm ist, so wie jetzt gerade. Ich habe das Gefühl, Schweiß läuft mein Gesicht runter, aber ich glaube, es geht noch. Freue ich mich jedenfalls richtig, richtig doll drauf. Und dann habe ich hier noch drei Bücher. Warte mal, ich duck mich hier mal weg. Die ich geschenkt bekommen habe, die wieder so in dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich weiß, das können die meisten schon gar nicht mehr hören, dieses Wort. Ich will auch gar nicht immer Persönlichkeitsentwicklung sagen. Mir geht es ja eher darum, mich so ein bisschen weiterzubilden, mich inspirieren zu lassen, mir neues Wissen anzueignen und eben zu schauen, was das mit mir macht, so, ne? Und was ich sehr cool fand, war, dass meine Freundin mir ein Buch geschenkt hat. Das ist ein Workbook und heißt Besser fühlen von Dr. Leon Windscheid. Und hier geht es darum, dass man sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt, dass man mehr dieses ganze Spektrum an Emotionen, die es ja nun mal gibt, erkennt und auch bei sich erkennt und vielleicht auch besser deuten kann, was man eigentlich fühlt. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal denkt man ja, man fühlt das eine und ist sauer oder sonst was, aber eigentlich ist man voll enttäuscht oder traurig oder sonst was. Und meine Schwester hat das tatsächlich auch und meinte, sie findet es richtig, richtig gut und musste sich schon die letzten Wochen zusammenreißen, mit mir nicht darüber zu reden, weil sie wusste, dass ich es geschenkt kriege. Und hier sind eben, also hier sind immer Theorieteile drin, wo du erstmal ein bisschen Wissen bekommst und dann eben Praxisteile, wo du mit arbeitest. Und das finde ich richtig cool. Ich bin gespannt, was ich dir darüber erzählen kann, wenn ich da ein bisschen mit gearbeitet habe. Ich weiß, dass ganz viele nach genau solchen Büchern auch fragen, aber ich weiß auch, dass es für die meisten wahrscheinlich auf diesem Kanal nicht so super spannend ist, wenn ich solche Bücher zeige. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber natürlich trotzdem alle Bücher zeigen, die ich ja einfach hier so habe und die mir eben Inspiration geben. Einfach weil ich denke, vielleicht hat irgendjemand anders ja auch Bock drauf. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Büchern, die ich geschenkt bekommen habe. Und zwar ist das eine hier, Manifestieren, lass deine Wünsche Wirklichkeit werden. Ich finde, das sieht richtig hübsch aus. Mal davon abgesehen, dass der Inhalt auch sehr schön gestaltet ist. Warte mal. Hast du das gehört? Hier ist einer richtig schnell mit dem Motorrad lang gefahren. Gepäst, sagt man hier in Berlin. So, was ich dir aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es in diesem Buch nicht nur um Manifestation geht, also dass du quasi dich hinsetzt, überlegst, was sind deine Wünsche und dann schaust, wie du sie umsetzen kannst, sondern eben auch viel Inspiration drin ist, wie du Rituale schaffen kannst, wie du Routinen schaffen kannst und wie du einfach dir Zeit für dich schaffst. Und sowas mag ich ja sehr gerne. Warte mal, ich überleg mal, was ich dir hier vielleicht noch zeigen kann. Also hier ist zum Beispiel auch Inspiration, dass man sich ein Vision Board erstellen soll. Habe ich zum Beispiel Anfang des Jahres gemacht, so ein Jahresvision Board. Und das hilft mir voll, weil ich dann mir jeden Tag vor Augen führe, das möchte ich erreichen, das kommt noch dieses Jahr, das. Und dann bin ich irgendwie auch motivierter. Ich werde zu meinem ganzen Vision Board im Video mehr sagen, wenn ich so ein Live-Update mal gebe. Keine Sorge, es wird nichts nichts Ausschweifendes werden, aber vielleicht ist für den einen oder anderen da ein Tipp dabei, weil ja, für mich dieses Jahr sich ziemlich viele Dinge erfüllen werden, ja, die ich schon immer gerne machen wollte. Aber stay tuned, am Sonntag kommt dazu ein Video online. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Buch bekommen von meiner Schwester, und zwar dieses hier, Human Design, entdecke die Person, die du wirklich bist, von Chetan Parkin. Vielleicht spreche ich es falsch aus, sehr wahrscheinlich sogar. Es tut mir leid, ich hätte vorher recherchieren sollen. Und meine Schwester und ich haben vor ein paar Monaten Human Design Reading entdeckt, haben uns so einen Chart ausrechnen lassen. Ich lese dir auch gleich vor, was hier drin hinten drauf steht, was es überhaupt ist. Und waren erstmal einfach nur neugierig, ne? Und haben dann, als wir unser Chart quasi gelesen haben, oder halt das Oberflächliche so, was man im Internet eben findet, waren wir ziemlich erstaunt darüber, wie akkurat das eigentlich ist und wie sehr das passt. Und haben gesagt, okay, wir müssen darüber mehr rausfinden. Und haben dann, als wir recherchiert haben, dieses Buch gefunden, was sehr viel empfohlen wird. Und dachten, okay, alles klar, wir wollen mehr rausfinden, wer wir sind. Und hier hinten drauf steht, und ich lese es dir extra vor, damit ich nichts falsch erkläre.
Das bin ich, wer bin ich wirklich, wie treffe ich richtige Entscheidungen, was ist meine Aufgabe in der Welt, Fragen, die wir alle uns häufig stellen. Human Design hilft den Antworten, auf diese Fragen näher zu kommen. Die Methode verbindet moderne wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Quantenphysik und der Genetik mit alten Weisheitssystemen der Menschheit, wie dem Qigong, der Kabbala und der Astrologie. Oder Qigong, da steht nur Qigong. Qigong, wow, sorry. Das ist ja jetzt auch wieder der Knaller. Ich lese einfach weiter, okay? Sie gibt einen tiefen Einblick in den Aufbau der individuellen energetischen Strukturen und dem Potenzial eines Menschen. Anhand der Geburtsdaten wird eine Körpergrafik erstellt, die das individuelle Energiesystem eines Menschen abbildet. So können wir lernen, zwischen gelernten Verhaltensweisen und unserem wahren Sein zu unterscheiden. Das finde ich ziemlich cool, ne? Es ist natürlich immer die Frage, wie doll glaubt man an sowas, was macht man damit? Und ich finde sowas einfach spannend. Also ich bin immer einfach gespannt, was da rauskommt, was ich für mich daraus mitnehmen kann. Ob ich das gut finde oder nicht, werde ich dann hinterher sehen. Aber bisher finde ich es richtig, richtig cool. Und ja, bin gespannt. Du siehst, es ist wirklich ein richtig fettes Buch. Das ist nichts, was man mal so wegliest, sondern das ist was, was man durcharbeitet. Und ich nehme mir ja auch ein- bis zweimal die Woche wirklich mehrere Stunden Zeit nach der Arbeit, um mir genau sowas anzueignen. Naja, das sind jedenfalls die Bücher, die hier bei mir eingezogen sind. Das ist, glaube ich, ein ziemlich bunter Mix aus gefühlt allem, allen Genres irgendwie. Deswegen sollte für jeden was dabei sein. Jetzt sag mir doch mal gerne, welches Buch als letztes vielleicht bei dir eingezogen ist und ob du eins oder mehrere der gezeigten Bücher vielleicht selbst schon gelesen hast. Und natürlich, ob du dich auf das neue Buch von Kerstin Gier freust. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao!